Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu Risen. Grad was gegessen. So. Senior Wurm. Kommt mir manchmal so vor, als ob die Würmer dann ab einem gewissen Punkt aufgeben einfach. Ja, hier ist richtig Wurm City, ne? Also mit den Würmern ist wirklich anstrengend. Nicht weil es übelst gefährlich ist, sondern weil es einfach anstrengend ist. Es geht halt hart auf die Nerven. Wenn hinter dem Wasserfall nichts ist, ne? Nervige Viecher, Alter. Ich meine, die sind ja noch nicht mal kämpferisch eine große Herausforderung. Die sind einfach nur nervig. So. Ist okay, wir haben bei den einen anderen Wasserfall hatten wir eine Höhle. So. Das Gute ist, dass wir hier auch ordentlich Kraut bekommen. Das heißt, unsere 50 Erfahrungspunkte sind uns schon so gut wie sicher für das Kraut. Und wir haben einen Haufen Stuff, den wir dann verkaufen können. So, zack, 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 zack. Alles wegplündern. Ganz wichtig, noch den Mana-Pilz mitnehmen.
Oh, das wäre zu geil jetzt gewesen. Ich warte ja auf sowas. Weißt du, dass da ein Gebüsch ist und du läufst durch und dann ist da eine Höhle. Aber hier scheint nichts mehr zu sein. Ich meine, das ist okay. Wir haben einen Haufen Erfahrungspunkte bekommen. Einen Haufen Fleisch, coolen Stuff haben wir gelootet. Ich guck gerade, ob wir hier irgendwo noch graben können. Was passiert eigentlich, wenn man weiter als das Teil rausläuft? Über den Baumstamm wollten wir noch laufen. Ah, schön. Fühlt sich an, als ob man Progress gemacht hat, ne? Obwohl, jetzt rein richtig Progress-mäßig ist jetzt nichts passiert. Aber da geht's auch nirgends hin. Fühlt sich trotzdem super an. Vor allen Dingen haben wir jetzt auch wieder 10 Lernpunkte. Ich gehe gerade im Kopf durch, was wir da lernen sollen. Also ich bin ganz hart auf jeden Fall für Schlösser knacken. Vielleicht mache ich wirklich, erst die Frage, wie viel Punkte kostet das nächste Schlösserknacken? Kostet das auch nur 5? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das kostet 10. Ich wünschte bloß, wir hätten schon diese Reiseruhen, damit das einfach für euch nicht so lang ist immer. Nicht nur für euch, ne? Für mich ist natürlich hier dieses von A nach B laufen, ist natürlich auch eine ordentliche Herausforderung für die Nerven. Bei mir kommt ja dann noch hinzu, dass ich das ja irgendwie sprachlich noch füllen muss. Ich weiß, ich mache einen schlechten Job. Mein Poser-Kanal. Komme ich nicht drüber hinweg. So. Irgendein Geräusch gehört? Lecker. So, Breverings hergestellt. Sieht richtig lecker aus. Guck grad, ist nach 0 Uhr. Heute ist übrigens, also wenn ich das hier aufnehme, ist der 26.10. Gerade kurz nach 0 Uhr. Heute schon mal nicht schlecht. War ich Geburtstag, wieder ein Jahr älter geworden. Und für die Leute, die mir auch auf Twitter folgen, die haben das wahrscheinlich auf Twitter dann schon mitbekommen. Für alle anderen. Ich glaube, ihr seht das hier drei Wochen oder einen Monat später. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier ist Folge 24 oder so. Muss zu meiner Schande gestehen, hab da nicht so einen richtigen Überblick, welche Folge wir jetzt hier haben. Nämlich gar nicht so richtig beschriftet momentan. Aber es kommt ja alles noch. Sowieso eine der schwierigsten Sachen, finde ich manchmal, den Folgen einen Namen zu geben. Ja, du willst ja nicht einfach nur so Risen 1 Folge 15. Obwohl das halt mir übelst Arbeit abnehmen würde. Komm, wir gehen jetzt zum Hafen, sonst dreht ihr durch. Ich sehe ja schon die bösen Blicke und ich, weißt du, das Stechen in meinem Nacken, Alter.
Außerdem haben wir da ja auch ein paar interessante Aufträge. Wir sollen uns da ja unter die Diebesvölker-Vereinigung. Was? Sollen wir uns mischen? Gerade überlegt, war hier ein Bett? Nee. Also sonst hätte ich bis zum nächsten Morgen gepennt. What? Krautstängel? 23 Erfahrung? Das ist jetzt ein Zufall gewesen, oder? Haben wir irgendwas? Kann doch nicht sein, dass ich dafür... Nee, keine Sorge, wie gesagt, also jetzt gehe ich wirklich zum Hafen, denn ich weiß, es sind ja hier auch unter den Zuschauern, und das kann ich absolut nachvollziehen, Leute, die wissen wollen, wie es hier mit der Story weitergeht, die vor allen Dingen halt an der Story interessiert sind, bin ich auch, aber ich bin halt so, ja, ich mag einfach dieses Rumlaufen, nicht umgucken. Ein Knochen. Dies, liebe Julia, ist der Oberschenkelknochen deiner Urgroßmutter. Das kennt ihr sowieso nicht. Schade. Warte mal, hier hinten war auch eine Höhle, aber da waren auch Ghule drin, so viel ich noch weiß. Deswegen geht's für uns erstmal hier weiter. Wir kennen ja den Weg. Was dem Spiel wirklich fehlt. Ich frag mich halt, wie komme ich... Nee. Wie komme ich zur Vulkanfestung? Weil wenn ich da versuche durchzugehen, kommen die ja alle und hauen mir aufs Maul. Wir hätten jetzt auch in der Tempelruine pennen können, ne? Naja. Half so wild, wie der Engländer sagt. Sagt der Engländer nicht. Alles nur des Fleisches wegen. Und eine Truhe, das wusste ich natürlich. Ein Wolfsfell und eine Heilwurzel. Boah, geilste Truhe ever. Wirklich. Hätten wir die nicht gefunden, hätten wir quasi in Endgame gar keine Chance mehr gehabt. Mit Pilzen essen und so, ne? Ich kann mich erinnern, bei wie richtig? Bei Gothic? Ja, das ist richtig. Ich hatte gesagt, wir kommen an eine hohe Wand und der sollen wir einfach folgen. Hier war ja der Durchgang auch mit den Skeletten. Stimmt, da waren ja nur noch Skelette, ne? Die Ghule hatten wir ja schon weggekloppt. Wer macht's schon wieder? Ich bin absolut fokussiert, Leute. Focus. Aber wenn ich die Chance habe, Skelettis aufs Maul zu hauen, dann wisst ihr, da kann ich nicht dran vorbei.
Ja! Skelettis aufs Maul hauen, einfach eins meiner absoluten Steckenpferde. Schade, ich dachte, wir knocken das eine Skelettvieh da gleich aus. Das war's jetzt. Quasi mit drauf gegangen ist. Ho, 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 ho. Und irgend so ein intelligenter Mensch, ich, hat natürlich nur so scheiß Pilze auf der Schnellleiste. Weil ich einfach lebensmüde bin. Nee, ich glaube einfach an das Herz der Karten, Leute. Dumm ist der Dummes tut. Erstmal einen Pilz essen. Was war's? Was war's? Holy moly, Alter. So ein Pilz bringt 10 Lebenspunkte. Ne, 5 Lebenspunkte. Das heißt, wir hatten 4 Lebenspunkte noch. Ja, kann man ja mal machen. Komm, wir trinken jetzt mal hier sowas. Kann ich ja nicht mit ansehen, wie wir hier eine Stunde was trinken. Oder essen, besser gesagt. Wir essen ja Pilze, wir trinken die nicht. Mincha? Witz erzählen. Bernstein. Für Juwelen und so haben wir ja schon mitbekommen. Oh, hi. Sich wieder mal gelohnt. Was ist das? Ah, von Pastrakon? Pastrokon? Mein letzter Ausweg. Zeigt mir jemanden, der noch keine Fehler gemacht hat. Doch ich fürchte, dass meiner meinen Untergang bedeuten wird. Der Versuch, mit schwarzer Magie die Kontrolle über die anderen Burgherren zu erlangen, ist leider nur zum Teil geglückt. Denn die Geister verlangen einen tödlichen Tribut. Ich spüre, dass der Preis, den ich jetzt zahlen soll, mich vernichten wird. Ich muss ihnen die Vasallenringe wieder abnehmen und sie zusammenführen. Sonst wird mich ihr Fluch bis in alle Ewigkeit verfolgen. Ja, das hatten wir schon. Karte der Insel, vollständige Karte der Insel, Hauptquartier des Don, Kochrezept, Fleischtopf mit heilenden Wirken, permanenter Stärketrank. Mhm. Ja, sehe ich nicht, was wir jetzt hier als Neues bekommen haben. Wahrscheinlich habe ich es übersehen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr gesehen habt als ich. So, das war's dann aber auch hier. Wieder eine Stufe aufgestiegen. Geil, Alter. Das heißt, wir können auf jeden Fall Schlösser knacken, wahrscheinlich bis zum Anschlag machen. Ich denke mal, dass das so ist, wenn es 3 Stufen gibt, halt 5 Lernpunkte, 10, 15. Würde Sinn machen, ne? So, und auf dem Weg dahin können wir jetzt noch ein paar Pilze schlabulieren. Wie sieht's denn euch? Wie sieht's denn euch? Wie sieht's denn bei euch aus? Was zockt denn ihr gerade? Ich musste ja lachen. Das ist jetzt schon öfter mal so gewesen. Als ich jetzt angefangen habe, Risen zu spielen, hat Steam direkt Deep Silver Preisaktion
voll viele Spiele von Deep Silver reduziert und das fällt halt immer noch unter Deep Silver. Also ein Risen-Franchise, total günstig. Musste ich ein bisschen lachen. So. Ein Fleisch. Da liegt noch ein Grog. Bin mal gespannt, wie viel Geld er uns... Crack? Sieht richtig lecker aus. Was ist denn hier passiert, Alter? Von die Wache direkt daneben, weißt du? Ich hab nichts gesehen. Bevor wir Scheiße bauen. Hey du, was machst du hier draußen? Umlaufen. Weißt du nicht, dass es verboten ist, sich außerhalb der Stadt rumzutreiben? Was machst du dann hier? Ich bewache das Tor, damit niemand die Stadt verlässt. Solltest du da nicht lieber drinstehen? Dann würde ich mir doch das Geschäft mit dir entgehen lassen. Was für ein Geschäft? Du willst rein? Ich habe den Schlüssel. Was liegt da näher als ein Geschäft? Oder willst du lieber in die Vulkanfestung? Dahin müsste ich dich nämlich eigentlich bringen. Wie ist die Situation in der Stadt? Seit Don Esteban die Stadt verlassen hat, weht hier ein anderer Wind. Die Inquisition hat jetzt das Sagen. Als erstes wurden die Bauern in die Stadt gebracht und anschließend beide Tore verriegelt. Das ist das neue Gesetz des Inquisitors. Und Kommandant Carlos lässt jeden, der dagegen verstößt, in die Vulkanfestung bringen. Erzähl mir von Don Esteban. Die meisten Leute glauben vielleicht, er wäre vor der Inquisition geflohen. Aber das ist nicht wahr. Ist das nicht? Nein. Er hat sein Lager im Sumpf aufgeschlagen und jetzt holt er selbst das Gold aus den Ruinen. Das ist es nämlich, worum es hier geht. Das Gold. Er hat nur ein paar seiner Banditen in der Stadt zurückgelassen, die seine Geschäfte weiterführen sollen. Moment, aber er versteckt sich trotzdem vor der Inquisition. Das hat er uns doch selber gesagt, Alter. Was passiert in der Vulkanfestung? Es heißt, sie trainieren dich. Aber jeder hier weiß, dass du da oben verzaubert wirst. Wie soll ich das denn verstehen? Ein paar der Burschen, die sie in die Vulkanfestung gebracht haben, sind wieder in der Stadt. Vorher haben sie es mit den Gesetzen nicht so genau genommen. Und jetzt folgen sie blind dem Inquisitor. Gehören welche? Vielleicht wurden sie einfach nur überzeugt. Mich kannst du vielleicht mit ein paar Goldstücken überzeugen, aber was der Inquisitor mit denen gemacht hat, ist viel schlimmer. Ich sage dir, er hat sie verzaubert. Oh Gott. Was kannst du mir über Kommandant Carlos sagen? Er ist der neue Chef der Stadt. Zusammen mit seinen Ordenskriegern versucht er, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Was meinst du mit versuchen? Ich meine, die Banditen des Don werden sich ihre Geschäfte nicht wegnehmen lassen, klar? Noch ist es ruhig, aber das kann sich jederzeit ändern. Also, was erwartet mich in der Stadt? Jedem anderen würde ich raten, den Kopf unten zu halten. Aber du siehst nicht so aus, als wenn du Ärger aus dem Weg gehst. Kommt drauf an. Sag ich ja. Also, wenn du vorhast, dich in irgendwelche Geschäfte einzumischen, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Entweder du arbeitest für den Orden oder du hilfst den Banditen. Eine andere Chance hast du nicht. Und für wen arbeitest du? Ich gehöre zur alten Stadtwache. Wir unterstehen jetzt dem Befehl von Kommandant Carlos. Und das gefällt dir wohl nicht. Mit den Ordenskriegern kann man keine Geschäfte machen. Das war früher anders. Der Don war immer offen für ein gutes Geschäft. Du meinst, ihr habt euch bezahlen lassen? Nenn es, wie du willst. Ein Geschäft ist ein Geschäft, genauso wie unser kleiner Handel. Was verlangst du, damit du mich in die Stadt lässt? 100 Goldstücke musst du mir schon geben. Dafür mache ich das Tor auf und stell keine Fragen. Außerdem muss dir klar sein, dass du hier nicht kommen und gehen kannst, wie du willst. Wenn du erst einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Du verlangst eine Menge Gold. Sei froh, dass ich dir nicht das Doppelte abnehme. Aber ich bin ja kein Arschloch. Ich lasse mit mir handeln. Also, wenn du nicht genug Gold dabei hast, kannst du mir ein paar von den Sachen verkaufen, die du gefunden hast. Lass uns handeln. Okay, wenn wir in die Stadt kommen, kommen wir nicht mehr raus. Das war jetzt eine Sache, die mir nicht so gefallen hat.
Also was mir wirklich gar nicht gefallen hat. Weil ich würde schon gerne vorher gucken, kommt man... Wie kommt man in die Vulkanfestung? Wir müssten uns an diesem scheiß Dorf vorbeischleichen. Leute. Ich will zumindest wissen, ob man da halt hinkommt. Weil wir ja gehört haben, da ist ein Dude, Alter, mit dem man Geschäfte machen kann. Der auch Wissenswertes hat und, und. Wäre es jetzt so gewesen, weißt du, dass man ein Geschäft mit denen machen kann, dass ich auch jederzeit wieder die Stadt verlassen kann. Dann wäre das ja gar kein Problem. Aber so... Bisschen schwierig. Ich weiß nicht. Also ist jetzt meine Meinung, logisch. Das Gute ist, dass ja das Dorf jetzt hier nicht weit weg ist. Vielleicht können wir ja diesen Schleichenring anlegen und uns dann an den Leuten einfach vorbeischleichen. Oder wir besiegen die. Wir haben ja schon gesehen, dass wir den einfach auch aufs Maul hauen können. Und mit aufs Maul hauen sind wir ja super. Vor allem können wir die dann alle plündern. Wer weiß, was die alles bei haben, ne? Hey Stan. Alles klar bei dir? Shit, ich hab mir den Namen gemerkt. Okay, pass auf, wir machen es folgendermaßen. Wir bleiben einfach auf dem Weg. Was ist das denn? Bleib auf dem Weg. Einfach so weit wie möglich von denen weg. So an denen vorbeikommen, dann ist ja gut. Damit ihr mein Denken versteht, ne? Wir hatten damals in Elex, bevor wir uns der Inquisition angeschlossen haben, haben wir von so ziemlich jeder Fraktion die ganzen Quests gemacht. Bis es halt immer hieß, jo, wenn du dich uns anschließen willst, dann quatsch jetzt mit dem Anführer. Ja. Und das würde ich halt hier auch gern machen. Ja. Wenn es denn möglich ist. Wegen Erfahrungspunkte und sonst was alles. Ihr wisst, wie ich bin. Bin ich jetzt mal gespannt. Kann natürlich sein, dass sie uns sofort gefangen nehmen. Wir haben ja schon erfahren, dass man quasi da oben zwangsrekrutiert wird. Das ist ein Tempel! Da ist ein Tempel, Alter! Das ist oberhalb der Stadt, da könnten wir eigentlich hinkommen. Ist noch so ein schönes Gebiet, ja? Das hätten wir beinahe ausgelassen, oder was? Leute,
Wie es hier weitergeht, seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge von Risen. Wenn wir dann die Vulkanfestung erkunden. Und natürlich auch den Tempel da unten. Den lasse ich mir nicht entgehen. Yes, yes, ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye. Ja, bye.